einen Spielplatz bauen. Ich würde an den Bushaltestellen was machen, weil wenn man vom Hauptbahnhof kommt, weiß man nicht mehr, welchen Bus man nehmen soll, weil die alle hintereinander stehen. Ja. Also wenn ich das so sehe, ist es ihr Haupteindruck, ist der Verkehr. Das stört mich schon, gerade vor dem Bahnhof. Ich finde, das ist genau der richtige Zeitpunkt, dass man sich einmal wirklich damit auseinandersetzt, wie man die Gesamtstadt gestaltet. Also du könntest dir auch vorstellen, dass dort ein Treffpunkt wäre vom Hauptbahnhof. Ja, stell dich mal hin, wo es also, dass wir hier einfach rübergehen, vielleicht hier oder so. Ja. Ich finde es klasse, was die Leute alles vortragen, was hier alles gemacht wird, was an Ideen gesammelt wird. Und ich bin ja auch der tiefen Überzeugung, unsere Bürger wissen schon, um was es geht. Als Bürger ist es toll, die Möglichkeit zu haben, eigene Ideen präsentieren zu können. So stelle ich mir eigentlich Demokratie und Stadtgesellschaft vor. Und viele haben uns erzählt, dass sie sich einfach nicht wohlfühlen momentan. Also dass es wirklich so Angsträume auch gibt. Wir werden diese ganzen Anregungen aufnehmen. Wir werden sie sortieren. Wir werden sie filtern. Wir werden sie prüfen auf Integration in das, was unsere Aufgabenstellung ist. Nämlich diesen Stadtraum zu planen zwischen der Altstadt, zwischen dem Hauptbahnhof bis auf die Südseite. Ich würde mir wünschen, dass alle, die jetzt mitgemacht haben, bei der nächsten Werkstatt dabei sind, dass noch mehr dann vielleicht dabei sind und dass sie diese Diskussion, diese Ideen in die ganze Stadt tragen. Dass die Beteiligung dann an der Befragung eine große ist und dass wir dann wirklich die schönste gemeinsame Lösung finden.